Ich bin hier im Chor der kleinen Kapelle mit dem kleinen Altar und dem Kruzifix und blicken durch das Kirchenschiff sozusagen hinaus an das Grün des nahegelegenen Parks. Und durch die neugotische Tür geht der Blick hinaus mit der großen neugotischen gespitzten Form und der großen Rosette, die ja natürlich nicht so gewaltig ist wie bei den großen gotischen Kathedralen, aber im Grunde genommen die Idee steckt dahinter, das große Zahnrad, das im Grunde genommen häufig 12 Speichen zeigt und die 12 Apostel darstellt.